Die Bernrader Börde liegt südwestlich von Köln und ist der verfüllte ehemalige Braunkohlentagebau Frechen. Die Wilhelmshöhe ist das am höchsten gelegene Plateau, also ein sehr guter Standort für Windkraftanlagen. Es gab jedoch Probleme mit dem nahegelegenen NATO-Flughafen Norwenisch. Dort stand noch ein altes Funkfeuer, ein sogenanntes Tackern. Die deutsche Flugsicherheitsbehörde lehnte daher den Bauantrag ab. Der Sachbearbeiter vermutete, dass die Windräder das Funkfeuer stören könnten. Was er nicht wusste, war, dass die veraltete Anlage bereits zum Abriss freigegeben war. Nachdem das dann geklärt war, stand einem erneuten Antrag nichts mehr im Wege. Die Anlage nahm dann 2016 ihren Betrieb auf. Innerhalb eines Jahres wurden dann hier 3 Windräder der Firma General Electric errichtet. Jedes hat eine Nennleistung von 2,85 Megawatt. Die Nabe mit der Gondel befindet sich auf einer Höhe von 98,3 Meter. In der Gondel befindet sich das Getriebe und der Generator. Auch die Azimutverstellung hat hier ihren Platz. Jedes Rotorblatt ist 50,2 Meter lang. Es hat ein besonderes Sägezahnprofil, um die Geräuschemissionen zu minimieren. Der Durchmesser der Rotoren beträgt 103 Meter, was zu einer Gesamthöhe des Windrades von 150 Metern führt. Die anfangs erwähnte Nennleistung eines Windrades wird bei einer Windgeschwindigkeit von 12,5 Metern pro Sekunde erreicht. Weniger Wind führt zu einer deutlichen Leistungsminderung. Hier beträgt die durchschnittliche Windstärke 5,7 Meter pro Sekunde. Bei halber Windstärke beträgt die Leistung jedoch nur noch ein Achtel. Das heißt, hier werden nur noch 0,5 MW erreicht. Und wenn dann wie jetzt überhaupt kein Wind weht, muss die Energie woanders herkommen. Das ist noch das größte Problem bei erneuerbaren Energien. Das wird noch eine große Herausforderung werden. Die heutige Lösung sieht man am Horizont. Es sind noch die fossilen Kraftwerke, die dann hochfahren, wenn kein Wind weht. Hier noch einmal alle Daten vom Windpark Bernrader Börde zum Nachlesen.